Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Video. Heute dreht es sich um die Alps-Isere-Tour, wo ich die erste Etappe gewinnen konnte. Ich dachte, ich mache mal wieder ein kleines Reaction-Video zum Livestream. Ich analysiere es mal wieder ein bisschen, wie es da zustande gekommen ist. Ich würde auch gar nicht lang drum rumreden. Wir starten einfach mal rein ins Rennen. Gleich zu Beginn, das Rennen war glaube ich circa 120 Kilometer lang. Wellig, jetzt nicht sonderlich schwer, aber auch nicht leicht. Und es gab einen großen Massensturz in einer Abfahrt bei 35 vor Ziel oder so. Dann wurden wir kurz neutralisiert. Da ging das Rennen weiter. In der Neutralisation habe ich zum sportlichen Leiter gesagt, dass ich mich nicht gut fühle. Weil ich hatte echt Probleme am Berg. Und es war echt nicht mein Tag. Ich habe mich leicht erkältet gefühlt vorher. Aber das Team hat mich beliebt. Ja, dann meinte der sportliche Leiter, ich werde schon noch für den Sprint fahren können. Und dann meinte ich, ja, sollte schon drin sein, das ganze Team war für mich da, deswegen bin ich dann mitgesprintet. Das Finale war auf einem 4 Kilometer Rundkurs, viele Kurven, viele Speedbumps, es war schwer sich als Team da zu finden. 600 Meter vor Ziel gab es eine Linkskurve mit einer Insel, die war relativ schwer zu fahren. Hier gab es auch immer diesen Teiler in der Mitte, also es war relativ schwer. Das Team hat versucht, mich zu positionieren, aber es war wie gesagt relativ schwer. Ich habe mich dann noch immer selber positioniert. Das ist hier jetzt die Zielkurve und wir springen dann auch gleich rein in die letzte Runde. Da hinten sieht man Mees Hendricks. Wir waren mit Mees Hendricks am Start, Lennart Bellmans, Nils van der Putte, Jente Michels, Emil Verstringer und mir. Also fünf Crossfahrer, die alle ihre erste Rundfahrt im Jahr gefahren sind. Mein zweiter war es und genau, wir sind mit dem Ziel reingegangen, eine Etappe zu gewinnen mindestens. Und es klappt dann auch direkt am ersten Tag. So, jetzt gucken wir uns einfach mal den letzten Kilometer an. Hier konnten wir uns relativ gut positionieren. Ich hatte noch Jente und Nils an meiner Seite. Nils war eigentlich der Leadout-Mann. Aber ich habe gesagt, sie müssen mich eigentlich nur abliefern. Und die letzten Meter kann ich dann selber machen. Und so haben wir das dann auch gemacht. Ja, hier FDJ von vorne. Also da war richtig Speed drin. Richtig anstrengendes Finale. Und jetzt geht's Vollgas zur letzten Kurve. Und ja, genau. Hier fahre ich auf. Wir können mal gucken. Sieht man mich? Ich glaube, ich bin hier irgendwo. Und jetzt mache ich einen fetten Antritt. Fahre mich selber in Position. Jetzt bin ich hier außen irgendwo. Das war noch 250 Meter nach der letzten Kurve. Ich habe dann angefangen zu sprinten. Und dachte mir, oh, die Beine sind aber schlecht. Ich war so auf Posi 7, 8, habe ich mir selber vorgefahren im Wind. Und dann dachte ich, oh, das wird halt nichts. Dann werde ich auch überholt. Die sprinten alle links. Aber ich habe nie aufgegeben. Ich bin einfach meinen Sprint gefahren. Und dann komme ich langsam mit Schwung von hinten. Vielleicht sieht man es. Genau. War ein langer Sprint. Hier sieht man mich halt noch nicht. Da bin ich hier. Und jetzt sind es vielleicht noch 100 Meter. Und jetzt komme ich rechts außen vor mit Überspeed und schaffe es noch genau auf der Linie, die anderen abzufangen und gewinne mein zweites Rennen der Saison, mein erster Sieg in einem Massensprint überhaupt, würde ich mal sagen. Super Teamleistung auf jeden Fall, die haben immer an mich geglaubt und da konnte ich dann die erste Etappe abschießen. Wir können es uns nochmal in Zeitlupe anschauen. Also man sieht mich noch nicht, jetzt komme ich hier hinten raus aus dem Windschatten. Hier war ich immer noch über eine Radlänge zurück. Und jetzt sehe ich, ich habe 50 Meter vom Ziel so im Augenwinkel gesehen. Ah, das könnte vielleicht reichen, das könnte vielleicht reichen. Und dann kommt die Linie nicht zu früh. Und auf der Linie war ich dann vorne und konnte mein erstes Rennen fürs Alpecin Phoenix Team, fürs Navox Team gewinnen. Hab natürlich wie immer alles aus mich rausgeschrien. Nach dem Rennen war ich dann auch führend in der GC, in der Nachwuchswertung und im Punktetrikot. Beim nächsten Tag konnte ich dann am Berg mitgehen mit den Besten. Dann kam eine 40-Mann-Gruppe an, drei Ausreißer kamen durch und dann wurde ich im Feldsprung Zweiter und insgesamt Fünfter. Konnte mein Punktetrikot wieder verteidigen und am nächsten Tag hatte ich dann leider Defektpech, 1 Kilometer vor Ziel, als mir die Kette runtergefallen ist. Wir können gerne noch jetzt die Daten analysieren der Etappe. Hier sieht man jetzt die Daten zur Etappe, hier sieht man die Neutralisation. Das Rennen war gute 3 Stunden lang, 123 Kilometer mit 1200 Höhenmetern. Average 236 Watt Normalized Power, 300 Watt
Und hier sieht man, es war einer meiner besten Max-Werte, die ich je gepiekt habe. Das war aber das Lustige, nach der Kurve 600 vor Ziel. Über die ganze Minute fahre ich 663 Watt von der Zielkurve aus gesehen. Also hier von den letzten Kilometer mit 55er Schnitt. Hier die ganze Zielkurve. Man sieht es, 663 Watt. Auf 30 Sekunden fahre ich 900 Watt und auf 20 Sekunden 1000 Watt. Wie gesagt, die Beine waren nicht die besten im Sprint. Aber trotzdem hat es dann gereicht. Also 1000 Watt für 20 Sekunden. 62, 66 Maximalgeschwindigkeit. Hat halt Windschatten viel ausgemacht, wie gesagt. Echt super stolz hier, meinen zweiten UCI-Sieg feiern zu können. Danach bin ich leider krank geworden. Aber jetzt läuft es wieder einigermaßen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video mal wieder gefallen. Wenn ja, lasst mal wieder einen Daumen nach oben da. Das war jetzt ein kurzes Reaction-Video zur Alpecin-SEA-Tour vor 2 Wochen, wo ich die Stage gewinnen konnte. Und danke für den Support. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Ciao.